Wenn wir uns die Bildung kurz ansehen, was muss denn dazugehören? Sind es technische Fertigkeiten, die man sich da auch erlernen muss, auch schon als Kind, oder geht es vielmehr um die Nutzung in der Bildung? Naja, sicher beides. Also zu verstehen, was bedeutet es denn, ein Programm zu schreiben? Was bedeutet es denn, einem Computer Instruktionen zu geben? Das sind so diese ersten Schritte, um die Angst vor dem technologischen Medium im Prinzip zu verlieren. Aber der wesentliche Nutzen oder der wesentliche Vorteil kommt dann, wenn ich in der Lage bin, diese Technologie zu nutzen und zu sehen kann, was denn für ein Vorteil darin steckt, weil man Dinge schneller machen kann, weil man Dinge vielleicht über andere Sprachen hinweg machen kann oder wie man das also insbesondere bei der älteren Generation hat, wirklich in der Lage zu sein, mit den Kindern Kontakt zu halten, Videotelefonie, die Bilder der Enkel zu sehen. Das heißt, Inhalt treibt die Nutzung und über die Nutzung kommt das Verständnis für Digitalisierung.